Wir sind heute Abend hier im Kronensaal zu Wetzikon, um über die Uferinitiative und die Pistenverlängerung zu diskutieren. Es freut uns sehr, dass wir drei Kantonsräte aus FDP, Grüne und SP gewinnen können und eine Nationalrätin von Die Mitte. Ich mache heute Abend ein Referat über die 13. AHV-Rente. Zwar werde ich kurz die Vorlage vorstellen, dann die Argumente der Befürworter und anschliessend die Argumente der Gegner darlegen. Ich persönlich bin gegen die 13. AHV-Rente, weil es pro Jahr 5 Milliarden Franken kostet auf dem Buckel von uns Jungen, wobei 70-80% der Rentenbezüger die 13. Rente nicht brauchen. Wir diskutieren heute über die kantonalen Vorlagen. Einerseits die Pistenverlängerung am Zürcher Flughafen. Da bin ich natürlich klar dafür, denn es geht hauptsächlich um die Sicherheit. Safety first. Mit der Pistenverlängerung können wir den Flughafen Zürich verbessern. Das zweite Thema ist der Seeuferweg. Der ist natürlich eine gute Sache. Wir alle wollen uns am Seeufer erholen, aber ein durchgehender Seeuferweg ist einfach nicht verhältnismäßig. Er ist viel zu teuer und darum lehne ich den ganz klar ab. Ich bin heute hier, weil die Pistenverlängerung für den Flughafen Zürich ein wichtiges Anliegen ist. Es geht um Sicherheit. Es geht darum, dass der Standort vom Flughafen gesichert ist als Hub. Und es geht auch darum, dass der Flughafen volkswirtschaftlich ganz ein wichtiger Faktor ist für den Kanton Zürich. Und dem müssen wir Sorge tragen. Es ist eine vernünftige Vorlage, die will ich vertreten. Dann bin ich hier wegen dem Seeuferweg. Der Seeuferweg ist eine Zwängelei. Es braucht dort eine ausgewogene Lösung. Man muss alle Ansprüche, die an diesem Ufer sind, gleichartig berücksichtigen. Und somit ist die einseitige Initiative nicht der richtige Weg. Und das will ich bekämpfen. Als Präsident von Pro Natura liegt mir die Natur am Herzen. Darum ist es für mich wichtig, den Uferweg zu unterstützen, denn der ist verbunden mit einer ökologischen Aufwertung von der jetzt sehr stark verbauten Ufer am Zürichsee. Ich bin da, zum einerseits ja zum Seeuferweg zu werben, weil der Seeuferweg sollte allen zustehen. Und andererseits auch da, zum Nein zur Pistenverlängerung zu werben, weil der Flughafen jetzt schon sicher ist.